So, meine Freunde, willkommen zurück. Ich bin schon nach oben gelatscht und wir versuchen jetzt zu dieser Insel zu schwimmen. Eine Krabbe. Gut. Krabbenpanzer. Wir müssen eigentlich auch mal leveln. Das können wir jetzt mal schnell machen. Meditation. Bevor ich das mal vergesse. Ich weiß gar nicht, wo steht, wie viele Punkte wir übrig haben. Wahrscheinlich in dem H-Heldenmenü. Wird das wahrscheinlich stehen. Heldenmenü. Stufe 4. Lernpunkte 14. Lernpunkte haltet ihr mit jedem Stufenaufstieg. Ihr benötigt sie, um Lehrbücher zu lesen, die eure Kampfesfertigkeiten steigern und die ihr bei Meistern der jeweiligen Fertigkeitsschule erstehen könnt. Aha. Erinnerungspunkte 4. Okay. Gut, wir sind letztes Mal beim Kampfbalken gegangen. Vandale, Barbar, Hüter, Moloch. Klingentänzer, Landsknecht. Da gucken wir mal, was das ist. Die Erinnerung des Klingentänzers verbessert euer Geschick im Führen einer oder zweier Einhandwaffen. Stufe 1 erhöht Einhandschaden 8%, erhöht Einhandschaden um weitere 7%. Okay, wir gucken uns erstmal an, was es hier gibt. Die Erinnerung des Hüters verbessert die Wirksamkeit von Defensivtechniken wie Parade und schwerer Rüstung sowie alles, was euren Widerstandsfähigkeit im Kampf beeinflusst. Schwere Rüstung ist 15% wirkungsvoller. Schwere Rüstung ist 12% wirkungsvoller. Okay, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir dann eh schwere Rüstung tragen wollen. Zweihandwaffen, nee, da bin ich nicht für. Ich will keine, eigentlich möchte ich nicht Zweihandwaffen. Na, lieber Schild oder zwei. So, das ist wahrscheinlich der Arkanebaum. Alle Mental- und Lichtmagie-Zauber sind 14% wirkungsvoller. Ja, das ist ja. Das ist der Tiefenkonzentrationsbaum. Sinistrop. Psionik-Zauber wirken 15% länger. Entropie-Zauber verbrauchen 20% weniger Leben. Okay, zurück. Das ist bestimmt dann der Heilbaum. Keine Macht. Alle Elementarzauber verursachen mehr Schaden. Alle Elementarzauber verursachen weitere. Okay. Und dann haben wir den Baum hier noch. Hinterhältig. Die Wahrscheinlichkeit, mit der euch Gegner im Schleichen erkennen können, sinkt um 15%. Ja, sollten wir uns vielleicht auch. Leichte Rüstung ist um 17% wirkungsvoller. Bogenschüsse richten 12% mehr Schaden an. Bogenschüsse richten 10% mehr Schaden an. Das ist auch ganz geil. Vielleicht gehen wir dann auch in den Baum rein. Also ich bin erstmal dafür, dass wir Schildwall blocken bei 15% wirkungsvoller. Also da bin ich dann eher dafür, fast, dass wir auf den Bogenschützenbaum gehen. Und hier ein bisschen rummischen. Und die Zaubersachen halt wirklich nur nehmen, um uns zu schützen. Also ich finde, die schwere Rüstung können wir freischalten. 3 verbleibend. So, und das hier war Klingentänzer. Erhöht Einhandschaden. Können wir auch einsetzen. So, Kampfhaltung. Mächtige Angriffe mit Einhandwaffen verbrauchen 25% weniger Ausdauer. Finde ich gut. Und Schildwall blocken ist effektiver, ist auch gut. Obwohl ich das nicht unbedingt als. Was ist denn, wenn wir hier unten freischalten? 7% erhöhte Chance auf kritische Treffer. Diese schaltet alle Schurkendisziplinen für euch frei. Eure Ausdauer regeneriert sich 40% um 20% schneller. Und ihr erhaltet das Talent Schatten des Windes, das euch kurzfristig leiser schreiten lässt und eure Chance auf einen kritischen Treffer erhöht. Okay. Ist jetzt nicht unbedingt, ich weiß nicht, ob das nur auf Schleichen aus ist, aber hier geschickte Hände. Feuerpfeil. 3 Pfeile verursachen zusätzlich 5 Punkte Feuerschaden. Ja, das ist schon nice, Alter, wenn man das hat. Ich will nicht nur mit, aber so auf Entfernung dann lieber hier mit kämpfen als mit den. Wir schalten das mal frei. 0 verbleibend. Jetzt haben wir erstmal nichts frei. Ist aber auch in Ordnung soweit. Ist auch in Ordnung soweit. Gut. Dann können wir uns zurückporten.
vielleicht noch eine Zitrone essen oder einen Kürbis oder so. Man kann ja auch kochen. Es gibt Rezepte, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Na, hat er sich jetzt aufgehängt? This sounds not very good. Hallo? Ah, jetzt geht's. Hatte noch keinen Abstoß. Stoß, ja. Absturz bis jetzt. Deswegen, Glück gehabt. Speichern. Ja. So, wir schwimmen hier rüber. Da ist der Eingang. Hoffen wir mal, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, das sieht gut aus, wenn wir hier an Land gehen, glaube ich. Ja. Toter Abenteurer. Alles mitnehmen. Können wir verkaufen. Ja, da sind auch noch Sachen, wa? Nee, die Kisten kann ich leider nicht durchforsten. Aber hier ist ein Boot. Ja, schade, dass man damit nicht rüber booten könnte. Aber das wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt. So, hier ist die Höhle. Ich sehe niemanden zumindest. Eigentlich auch mal schnell speichern. Aber hier brennt auf jeden Fall. Lesen, Auftrag. Den Hinweis der Frau nachgehen, Meldos. Meldor Federwall überprüfen. Richtig. Und ich habe betont, und ich betone noch einmal, es gibt keinen Grund für Gewalt. Schüchtert ihn ein, droht ihm, seine Gefährtin weh zu tun, irgendetwas. Ich bin mir sicher, ihr versteht euer Handwerk und stellt sicher, dass unter keinen Umständen Kontakt zwischen Pentas und meinem Bruder zustande kommt. M. Eure Bezahlung wurde an vereinbarten Ort hinterlassen. Den wissen wir leider nicht. Entdeckt. Oh, jetzt komm. Das war's. Bam. Söldner. Okay, er hat einen grünen Apfel dabei. Den können wir gleich mal essen. Njom, njom. Ungenießbares Bier, roter Apfel. Njom, 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 njom. So. Ausdauer, Flusstrank, Feuerschutztrank, Hammer und kleiner Seelenstein. Es hat sich ja fast gelohnt. Lauch. Auch nice. Nach Glimmerstaubhöhle. Oh oh, sollen wir da hingehen? Ich bin mal gespannt, was jetzt die Quest sagt. Meldor Federwall überprüfen. Pentas Haus. Jasper in Flusshain treffen. Tarutis Schönheitselixier in der Klarwasserhöhle finden. Ach, das war ja die Quest für die Dings, genau. Ne, wir überprüfen jetzt Meldor erstmal. Bin mir sicher, in der Höhle sind ganz tolle Sachen. Aber, da will ich es jetzt nicht drauf anlegen.
Ich habe Respekt vor dem Spiel. Ich gebe es ganz offen zu. Sehr viel sogar. Ich bin sicher, dass es ein lustiges Abenteuer in der Höhle zu erleben gibt. Nur nicht für mich heute. Da ist ein Pilz. So, mein Kumpel. Ach, das ist der Bruder. Und? Habt ihr was gefunden? Einiges sogar. Zum Beispiel, dass ihr eine Liebschaft mit der Gefährtin eures eigenen Bruders hattest und den Tod von Pentas und seiner Familie angeordnet habt. Vielleicht könntet ihr mir erklären, was das bedeutet. Nee, machen wir das. Jetzt macht aber mal halblang. Wer zum Henker denkt ihr, dass ihr seid? Den Auftrag zeigen. Was? Oh, verdammt. Ich wollte nie, dass jemand zu Schaden kommt. Das müsst ihr mir glauben. Diese ganze Sache ist einfach aus dem Ruder gelaufen. Aus dem Bruder? Niemand sollte zu Schaden kommen, deshalb habt ihr auch den Auftragsmörder angeheuert, schätze ich. Nein, ich wusste nicht, dass er ein Assassine war. Yuga, sie hat ihn nie geliebt, wisst ihr? Der einzige Grund, dass sie seine Gefährtin geblieben ist, war ihre Wegestreue und weil eine Trennung für ihn einen totalen Gesichtsverlust im Dorf bedeutet hätte. Mit der anzubandeln war sicherlich der beste Weg, um die Situation zum Guten zu wenden. Nein, sie hat das angefangen, nicht ich. Ich meine, ja, ich bin darauf eingegangen, aber bei Malfas, das ist alles so verdammt falsch gelaufen. Und lasst mich raten, niemand hätte es gemerkt, wenn Pentas euch beide zusammen beobachtet hätte. Ja, wir trafen uns immer in der Nacht kurz vor Dämmerung am Strand. Pentas wollte vermutlich gerade seinen Kutter aufs Meer fahren und hat uns gesehen. Ich meine, er hat zwar so getan, als hätte er nichts bemerkt, aber das hat er, da bin ich mir ganz sicher. Er hatte nie vor, jemanden davon zu erzählen. Ich habe es gesehen in einer meiner Visionen. Ja, das habe ich Mathilda auch gesagt, aber sie hatte solche Angst. Könnt ihr das nicht verstehen, dass jetzt alles zusammenbricht? Ihr Leben, ihre Wegestreue, einfach alles. Und warum habt ihr Yuga davon erzählt, nicht davon erzählt? Vielleicht hätte er euch verziehen. Ja, vermutlich hätte er das sogar. Wisst ihr auch warum? Weil Yuga zumindest Mathilda alles verzeihen würde, so abgöttisch, wie er sie liebt. Er hat immer schon gedacht, der beste Weg, um eine Frau zu gewinnen, sei, sie auf ein Podest in den Sternen zu heben und von unten aus anzubeten. Dabei begreift er nicht, dass vermutlich genau das der Grund dafür ist, dass die Mädchen ihn schon damals als Bursche immer links liegen gelassen haben. Und dass Mathilda sich woanders nach einem echten Mann umgesehen hat. Und weil Mathilda Angst hatte, habt ihr keine andere Lösung gesehen, als den Fischer zu beseitigen? Nein, ich meine ja, ich habe diesen Kerl angeheuert und ihm die Lage geschildert, aber er sollte Pentas doch nur bedrohen, ihn zum Schweigen bringen und nicht, verdammt nochmal, nicht umbringen. Bitte, Messer, ihr müsst mir glauben, diese Krankheit von Mathilda, diese Stimme, sie sind Malfas Strafe für das, was wir diesem armen Mann angetan haben. Sie wird nicht mehr aufwachen, das spüre ich tief in mir. Und wenn ihr Yuga jetzt auch noch die Wahrheit erzählt, dann erreicht ihr damit rein gar nichts, als dass ihr einen ohnehin schon gebrochenen Mann noch weiter brennt. Na schön, ich lasse euch laufen, aber ich tue das für Yuga. Wenn er schon seine Gefährtin verliert, dann sollte er sie nicht so in Erinnerung behalten. Wenn ihr mein Schweigen wollt, solltet ihr sicherstellen, dass es sich für mich auch lohnt. Ja. Lohnen? Ihr meint, ihr wollt Geld? Ja. Nein, Luft und Liebe. Natürlich will ich Geld. Gut, natürlich. Wenn ihr mir das Dokument gebt, zahle ich euch auf der Stelle. Hier, ist das genug? Ja, 70 Groschen ist wenig. Ah, egal. Hier sind gut, die Papiere. Am besten ich. Jetzt los. Nein! Nein! Helf mich! Jeder kriegt, was er verdient, mein Freund.
Knochenmehl und eine Eisenkeule. Tja, so kann's gehen. Und wir haben sogar noch Geld abgestaubt. Nicht schlecht. Was ist das hier eigentlich? Zum Fische-Dingsen. Gut, wir haben irgendeine Spruchrolle, die uns teleportiert. Meine ich zu wissen. Müsste man nur mal finden. So. AI? I. I. Wahrscheinlich ist es bei Tränke oder so. Schockschutztrank. Ausdauer hier, das hier. Teleport nach Fluss ein. Hallo? Wollte gerade sagen. Uhu. Was für ein... Oh, unser Gesicht ist da geblieben. Der Bart bleibt zurück. Schöne Geschichte an sich. Vor allem, dass sie dann ihn trotzdem noch holt. Ja, ich habe das jetzt halt gemacht so, weil ich dachte mir, was geht uns das eigentlich an? Ich meine, der strahlende Held, Denzel Washington, ist zwar immer, hilft zwar immer gerne, aber er braucht auch Geld, um zwischen den großen Aufträgen, um die Welt zu retten, was wir zweifelsohne tun werden in der Main Quest, für seinen Unterhalt zu sorgen. Ne? Auch Denzel Washington muss essen. Das wissen nur viele nicht. Ach. Der Bart kam an nur später. Schreitet wohl. Ja, schreitet ihr auch wohl. So. Jetzt müsste der Fluch aber auch gebrochen sein, wahrscheinlich. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Grüße. Grüße. Winston. So, jetzt, wenn ich jetzt schon mal so weit bin, dann petze ich aber auch alles. Da kenne ich ja jetzt nichts. So, Freund. Major? Sie ist tot. Fork. Mein Beileid. Danke. Meldor ist tot. Wir waren in der Nähe des Hauses unterwegs und ein Küstenpirscher hat ihn angefallen. Ich konnte nichts tun. Ich verstehe. Danke für eure Ehrlichkeit. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Wie geht es euch? Ich glaube, diese Frage könnt ihr euch selbst beantworten. Bitte, ich brauche etwas Zeit für mich. Geht in mein Schreibzimmer und öffnet die Schatulle in der Ecke mit diesem Schlüssel hier. Der Inhalt wird euch für eure Mühen entschädigen. Und jetzt bitte ich euch, mich allein zu lassen. Okay, Schreibzimmer. Das scheint ein Esszimmer zu sein. Truhe stehlen, Schatulle in der Ecke. Ist das Schreibzimmer unten? Ich weiß es nicht. Das könnte das Schreibzimmer sein. Hier die Schatulle. Lehrlingsbuch Entropie, Lehrlingsbuch Taschendiebstahl, Lehrlingsbuch Verzauberung. Ring des Lichtpaten. Zauber der Lichtmagie erhöhen 7%, benötigen 7% weniger Mana. Nicht schlecht, das ist ja die Heilungszauber. Das können wir mal ausrüsten. Boah, haben wir viele Sachen. Können wir gleich mal verkaufen. Schlösserknacken, ne, da nehmen wir lieber das Schlösserknacken. Bronzeanhänger der Konstitution. Erhöht Lebensenergie um einen Punkt. So. Nice! Ja, traurige Geschichte. Schön geschrieben. Respekt von mir, meiner Seite aus. Also, echt gut gemacht. Ah, das ist die Kräuterfrau, die wir komisches Elixier haben.
Seid gegrüßt. Alles, was das Herz begehrt. Aber schaut einfach selbst. So, ich will verkaufen, du Vogel. Ach, der kauft keine Rüstung. Schreitet wohl und sichere Straßen. Verkaufen wir es halt bei ihm. Ha, willkommen, willkommen. Dies und das. Schaut einfach selbst. Ja, der kauft auch keine. Ah doch, der verkauft Rüstung. Der kauft Rüstung. Eisenharnisch, den können wir anziehen. Eisenhelm. Eisenschuhe, die feinen Sachen. Kettenhandschuhe können wir verkaufen. Lederhelm, Lederschuhe, Schuhe, Schuhe, Schürze. Können wir alles verkaufen. 93 Pfeile. Ui. Absorbiert. Nice. Man sollte mal öfter in sein Inventar gucken. Ach, fuck. Obwohl die besser sind. 28 Rüstung. 20 Rüstung. So, und bei den Waffen. Stab der Heilung, aber den kauft er nicht. Ah, das ist eine Zweihand-Axt. Okay, alles klar. Dann können wir den verkaufen. Weil Zweihand... Ha, willkommen, willkommen. Wie kann ich euch behilflich sein? Zeig nochmal deine Waren. Ja, schaut einfach selbst. Ich verarsche mich jetzt. Eisenschuhe können weg. Kettenhemden können weg. Und hier das hier. Nice. Jetzt haben wir schon 405 Gold. Das ist nicht schlecht. Mehr als er. Schreitet wohl. So, Denzel Washington. Gut. Und dann an dieser Stelle ein Cut. Und in der nächsten Folge vielleicht sinnig, die Mainquest weiterzumachen. Auf jeden Fall mal mit ihm sprechen. Das werden wir machen. Wir haben ja noch kleine Quests hier. Ich weiß nicht, ob wir zusammen mit ihm aufbrechen. Ja, ja. Das wäre noch interessant zu wissen, aber das werden wir dann sehen. Main bleiben. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.